Seit einiger Zeit ein Trend und auch optisch absolut ein Hingucker sind doch diese Socken in verschiedenen Farben. Ob jetzt pink, blau, neongrün, ob mit Sneakers oder Loafers oder High Heels. Man guckt gerne hin, ab und zu denkt man sogar, boah, schaut interessant aus. Aber selbst ausprobieren würde man es nie. Warum aber eigentlich? Ich zeige euch jetzt ein paar Looks, die absolut empfehlenswert sind. Sockenvariante 1. Silberne Loafer und orange Feinstrümpfe. Sie haben ein bisschen einen dickeren Bund, damit sie nicht zu schnell kaputt gehen. Der Rest relativ simpel gehalten. Ja, braucht man ein bisschen Mut dafür, aber so könnte man es machen. Sogar farblich natürlich auch, fällt es absolut auf, aber positiv. Positiv, und man kann ganz lange damit rumlaufen tatsächlich, weil sie flach und super bequem sind. Sockenvariante Nummer 2. Eine etwas britische Variante, und zwar High Heels. Ne? Offen mit hellblauen Socken. Speziell, gebe ich auf jeden Fall zu. Ich persönlich finde es aber super toll. Es ist auch sehr bequem. Die drücken nicht so, tatsächlich. Aber was ich empfehlen würde, sind so Pads, so Silikonpads vorne rein, weil man rutscht ein bisschen in den Socken. Was aber auch noch gut ausschauen würde zu diesen Schuhen mit den Socken, wäre ein Babydoll-Röckchen. Könnte man ausprobieren. Muss man nicht, aber es ist eine tolle Variante. Sockenvariante Nummer 3. Und zwar die Variante, die man bestimmt kennt, am schnellsten ausprobieren würde, wenn man es noch nicht getan hat, dann noch heute. Und zwar weiße Sneakers mit gelben Socken. Ihr könnt auch die orangen oder irgendwelche Socken mit Muster nehmen. Aber den Rest bitte möglichst simpel halten, damit auch hier der Hingucker nach unten geht. Ja, und ich würde einfach mal sagen, ausprobieren, Mut beweisen und sofort loslegen nach diesem Video. Viel Spaß!